Zum Thema Kombinatorik ohne Wiederholung. Eine kleine Einleitungsaufgabe. Bei einer Feier stößt jeder mit jedem an. Und dabei klingen die Gläser 435 Mal. Frage, wie viele Gäste sind anwesend? Wir beginnen die Kombinatorik hier mit einfachen Permutationen. Und dazu folgendes Beispiel. In wie vielen verschiedenen Reihenfolgen können 10 Schüler den Klassenraum betreten? Wir suchen hier eine Anzahl Möglichkeiten und genau damit beschäftigt sich die Kombinatorik. Die Kombinatorik berechnet eine Anzahl Möglichkeiten in verschiedenen Situationen. Hier weiß man nicht so recht, wo man anfangen soll. Dann behalten wir als Lösungsstrategie, wir versuchen es mal mit einer kleineren Anzahl Schüler. Nehmen wir mal an, am Anfang sind 2 Schüler da. Wir werden hier die kleine Tabelle erstellen. Links steht Anzahl Schüler und rechts steht die Anzahl möglicher Reihenfolge. Wenn 2 Schüler da sind, Marie Curie und Albert Einstein, dann gibt es diese mögliche Reihenfolge, Curie-Einstein, oder diese mögliche Reihenfolge, Einstein-Curie. Bei 2 Schülern gibt es also 2 mögliche Anordnungen. Wie ist es denn bei 3? Da ist Isaac Newton. Wenn er ganz links steht, dann gibt es für die 2 anderen 2 Möglichkeiten. Wenn Einstein ganz links steht, dann gibt es für die 2 anderen 2 Möglichkeiten. Und wenn Curie ganz links steht, dann gibt es für die 2 anderen 2 Möglichkeiten. Also gibt es hier bei 3 Personen insgesamt 3 mal 2 mögliche Anordnungen, das heißt 6. Jetzt kommt eine 4. Person hinzu, das ist Pierre de Fermat, französischer Mathematiker. Wenn er ganz links steht, dann gibt es für die 3 anderen 6 Möglichkeiten. Wenn Curie ganz links steht, dann gibt es für die 3 anderen 6 Möglichkeiten. Wenn Newton ganz links steht, so, dann gibt es für die 3 anderen 6 Möglichkeiten. Und wenn Albert Einstein ganz links steht, dann gibt es für die 3 anderen 6 Möglichkeiten. Bei 4 Personen haben wir also insgesamt 4-mal diese 6 Möglichkeiten, das heißt 24. Diese 6 stammt ja von 3 mal diese 2. Wir haben hier also 4 mal 3 mal 2. Wenn wir dieses Produkt noch mit 1 multiplizieren, dann haben wir nichts dran geändert. Dann kann man das aber als Fakultät von 4 beschreiben, denn die Fakultät von 4, das ist 4 mal 3 mal 2 mal 1, das heißt 24. Bei 4 Personen ist die Anzahl möglicher Anordnungen also Fakultät von 4. Dann machen wir das auch hier bei 3. Wir multiplizieren 3 mal 2 noch mit 1, dann haben wir da die Fakultät von 3. Das macht 6. Bei 2 dasselbe, die Fakultät von 2, das ist die 2. Und wenn eine einzige Person da ist, dann gibt es auch nur eine einzige Reihenfolge, das heißt Fakultät von 1. Bei 5 Personen, es kommt jetzt noch eine 5. Person hinzu, es ist zwar kein Wissenschaftler, aber Mr. Bean ist auch sehr berühmt. Bei 5 Personen gibt es also Fakultät von 5 Möglichkeiten, das heißt 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1, 120. Der Taschenrechner kennt die Funktion Fakultät. Gehen wir schauen. Die Fakultät ist hier in Gelb geschrieben. Also tippen wir ein 5, jetzt die Fakultät, Gelb, also tippen wir für Gelb Shift, jetzt die Taste x hoch minus 1, da steht sie, die Fakultät von 5 und die Enter-Taste liefert dann sofort den Wert 120. Bei 10 Personen gibt es also Fakultät von 10 Möglichkeiten, das beantwortet dann letztendlich unsere Frage. Das heißt,
Bei 10 Schülern gibt es 3.628.800 Möglichkeiten, den Klassenraum zu betreten. Überprüfen wir das auch noch schön auf Taschenrechner. Die Fakultät von 10, also 10, dann gelb Fakultät. Fakultät von 10 macht effektiv diese Zahl. Wir werden jetzt verallgemeinern. Eine Permutation von Elementen, das ist eine Anordnung dieser Elemente. Die Anzahl möglicher Anordnungen wird berechnet durch die Fakultät von n. Also n mit Ausrufezeichen dahinter heißt Fakultät von n. Aber 0 ist auch eine natürliche Zahl. Die Fakultät von 0 wird definiert als die Zahl 1. Die Anzahl möglicher Permutationen von n verschiedenen Elementen wird also berechnet durch die Fakultät von n, das heißt n mal n minus 1 mal n minus 2 mal n minus 3 und immer so weiter bis mal 3 mal 2 mal 1. Nehmen wir noch ein Beispiel. Frage: Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es bei der Fernsehsendung Wer wird Millionär? Am Anfang diese 4 Buchstaben in eine gewisse Reihenfolge zu bringen. Ja, das ist die Fakultät von 4, das heißt 24. Kommen wir jetzt zu einfachen Variationen. Sofort wieder mit einem Beispiel, und zwar ein ganz einfaches Beispiel. Wir nehmen hier 5 Personen. Aus 5 Personen, nennen wir sie mal A, B, C, D, E, soll man einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten wählen. Frage: Auf wie viele verschiedene Arten kann diese Wahl denn stattfinden? Bei solch einer Aufgabe bietet sich förmlich ein Baumdiagramm an. Wir starten und wählen jetzt den Präsidenten. Als Präsident können wir A, B, C, D oder Person E wählen. So. Nehmen wir jetzt einmal an, wir hätten als Präsident die Person A gewählt. Als Vizepräsident können wir A dann nicht mehr wählen. Als Vizepräsident können wir dann wählen B, C, D oder E. Wenn wir B als Präsident gewählt haben, dann können wir als Vizepräsident noch wählen unter den Personen A, C, D und E. Und so können wir dieses Baumdiagramm schön vervollständigen. Hier haben wir ein Vierergrüppchen, da auch, da auch, da auch, da auch. Wir haben hier jeweils 4 Personen, und wie oft haben wir solche Vierergrüppchen? Ja, 5-mal. Also berechnen wir hier die Anzahl Möglichkeiten aus 5 Personen, Zweiergrüppchen zu bilden, in denen die Reihenfolge wichtig ist. Solch eine Möglichkeit nennt man dann eine Variation von 5 Personen, 2 zu 2 genommen. Wir haben hier nicht V, sondern den Buchstaben A gewählt für das französische Wort Arrangement. Auf Deutsch redet man hier von Variation, auf Französisch von Arrangement. Die Anzahl möglicher Variationen von 5 Elementen 2 zu 2 genommen, berechnet sich also einfach durch 5 mal 4 gleich 20 und fertig. Unsere Aufgabe ist gelöst. Wir werden trotzdem diese Anzahl möglicher Variationen von 5 Elementen 2 zu 2 genommen etwas anders schreiben, um gleich eine allgemeine Formel dazu erstellen zu können. Wir machen hier draus einen Bruch, wir teilen 5 mal 4 durch 1 und dann multiplizieren wir oben und unten mit 3 mal 2 mal 1. Tun wir das. Ist gemacht. Warum machen wir das? Weil jetzt oben die Fakultät von 5 steht und unten die Fakultät von 3. So, diese 5, die kommt von da. Wo kommt die 3 her? Eigentlich rechneten wir hier 2 Faktoren, 5 mal 4, und diese 3, die kommt dann von da. Diese 3 kommt also von 5 minus 2. Wir haben also hier
Fakultät von 5 geteilt durch Fakultät von 5 minus 2, also Anzahl möglicher Variationen von 5 Elementen 2 zu 2 genommen, die berechnet man durch Fakultät von 5 geteilt durch Fakultät von 5 minus 2. Das wird uns dann hinterher helfen, die Formel zu verallgemeinern. Definieren wir jetzt korrekt eine einfache Variation. Eine Variation von p aus n Elementen, n und p müssen hier natürliche Zahlen sein, und das macht auch hier nur dann Sinn, wenn p kleiner gleich n ist. Also nochmal, eine Variation von p aus n Elementen, das ist eine geordnete Teilmenge mit p Elementen aus den n angegebenen Elementen. Zuerst mal ist es eine Teilmenge. Sagen wir mal, wir haben AB. AB ist eine Teilmenge von diesen 5 Elementen. In dieser Teilmenge ist die Reihenfolge aber wichtig, denn die Möglichkeit AB, das ist nicht dasselbe wie die Möglichkeit BA. Bei AB ist A Präsident und B Vizepräsident, wogegen bei BA ist es andersrum, da ist B der Präsident und A der Vizepräsident. Deshalb, zwei Variationen unterscheiden sich nicht nur durch ihre Elemente, sondern auch durch die Ordnung dieser Elemente. Und die Anzahl Variationen von n Elementen p zu p genommen, wird durch diese Formel berechnet, direkte Verallgemeinerung von unserem Beispiel. Wir rechnen also die Fakultät von n geteilt durch die Fakultät von n minus p. Ein weiteres Beispiel dazu. Auf wie viele verschiedene Arten kann man mit 14 Schülern eine Fußballmannschaft aufstellen? Eine Fußballmannschaft besteht aus 11 Personen und jede Person hat auf dem Spielfeld ihren Platz. Also müssen wir hier berechnen, Anzahl Variationen von 14 Elementen 11 zu 11 genommen. So. Das ist durch diese Formel die Fakultät von 14 geteilt durch die Fakultät von 14 minus 11. Das heißt, die Fakultät von 14 geteilt durch die Fakultät von 3. Und anscheinend gibt das diese riesengroße Zahl. Es gibt also 14.529.715.200 Möglichkeiten aus 14 Schülern, eine Fußballmannschaft aufzustellen. Übrigens, der Taschenrechner kann auch solche Variationen berechnen. Gehen wir mal schauen. Leider schreibt der Taschenrechner aber kein A, auch kein V, sondern der schreibt da ein P. Trotzdem kann man es behalten, denn bei P, bei einer Permutation, da ist die Reihenfolge wichtig, so wie auch bei einer Variation. Also nutzen wir diese Taste. Löschen wir zuerst die Rechnung von eben. Wir schreiben jetzt Variation von 14 Elementen 11 zu 11 genommen. Man gibt dann zuerst die 14 ein. Tipp, tipp. Jetzt ruft man diese Funktion auf, die ist gelb. Also für gelb tippen wir Shift. Jetzt rufen wir diese Funktion auf. Da steht jetzt das P. Dann gibt man noch die 11 ein. Und Enter wird sofort diese Antwort liefern. Jetzt kommen wir zu einfachen Kombinationen, wie zum Beispiel beim Lotto. Wie viele Möglichkeiten gibt es beim belgischen Lotto, das heißt 6 Kugeln aus 45 zu ziehen? In Deutschland sind 6 aus 49. Spielen wir hier belgisches Lotto. Wie viele Möglichkeiten gibt es also, 6 Kugeln aus 45 zu ziehen? Hier stellt sich also die Frage, wie viele Möglichkeiten gibt es, Untergrüppchen von 6 Elementen aus diesen 45 Elementen zu bilden, in denen aber die Reihenfolge nicht wichtig ist. Ganz egal, in welcher Reihenfolge die Lottozahlen gezogen werden, am Ende werden sie ja arithmetisch geordnet.
Das nennt man dann eine Kombination von 45 Elementen 6 zu 6 genommen. Eine Kombination von 45 Elementen 6 zu 6 genommen ist also ein Untergrüppchen von 6 Elementen aus diesen 45, wenn in dieser Untergruppe die Reihenfolge keine Rolle spielt. Die Anzahl Kombinationen wird dann so geschrieben, auch hier der Buchstabe C für das französische Wort Combinaison. Wäre die Reihenfolge der Untergrüppchen wichtig, so hätten wir eine Variation von 45 Elementen 6 zu 6 genommen und die Anzahl Möglichkeiten wäre dann diese da. Nehmen wir mal an, wir hätten diese 6 Kugeln hier gezogen. Wäre die Reihenfolge wichtig, dann würde diese 6 Kugeln zu Fakultät von 6 Möglichkeiten führen, das heißt 720 Möglichkeiten. Also bei einer Variation ist die Reihenfolge wichtig und deshalb würden diese 6 Kugeln zu Fakultät von 6 Möglichkeiten führen. Hier ist die Reihenfolge aber nicht wichtig, das heißt diese Fakultät von 6, diese 720 Möglichkeiten schrumpfen auf eine einzige Möglichkeit. Bei 6 anderen Kugeln gäbe es wieder Fakultät von 6 Möglichkeiten. Bei einer Kombination schrumpfen auch diese Möglichkeiten auf eine und eine einzige. Also, um die Anzahl möglicher Kombinationen zu berechnen, reicht es, die Anzahl möglicher Variationen ganz einfach zu teilen durch die Fakultät von 6. So viele Möglichkeiten gibt es also, aus 45 Elementen 6er Grüppchen zu bilden, in denen die Reihenfolge unwichtig ist. Wie man die Anzahl Variationen berechnet, das wissen wir. Diesen Bruch schreiben wir dann noch etwas anders und sehen hier, die Anzahl möglicher Kombinationen von 45 Elementen 6 zu 6 genommen, wird berechnet durch Fakultät von dieser 45 geteilt durch die Fakultät von dieser 6 und nochmal geteilt durch die Fakultät von dieser 45 minus die 6. Dieser Bruch wird nachher zur Verallgemeinerung dieser Formel führen. Jetzt rechnen wir den aus. Zuerst einmal 45 minus 6, das macht 39. Und diese Rechnung führt dann zu dieser Antwort. Beim belgischen Lotto gibt es also 8.145.060 Möglichkeiten. Verallgemeinern wir jetzt das Ganze. Zuerst einmal eine Kombination von P aus N Elementen. Auch hier sind N und P natürliche Zahlen. Und P muss kleiner gleich N sein, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Eine Kombination von P aus N Elementen ist also eine Teilmenge mit P Elementen aus den N angegebenen Elementen. Hier ist es nicht mehr eine geordnete Teilmenge, hier ist nur eine Teilmenge. In dieser Teilmenge ist die Reihenfolge unwichtig. Zwei Kombinationen unterscheiden sich also nur durch ihre Elemente und nicht durch die Reihenfolge. Die Anzahl Kombinationen von n Elementen p zu p genommen, wird also berechnet durch Fakultät von dieser Zahl n geteilt durch Fakultät von dieser Zahl p und nochmal geteilt durch die Fakultät von n minus p. Das ist die Verallgemeinerung von unserem Beispiel von eben. Der Taschenrechner kann auch eine Anzahl von Kombinationen berechnen. Gehen wir schauen, löschen wir das von eben, so. Anzahl Kombinationen steht hier, NCR. Hier steht effektiv das C. Berechnen wir also das da, wir tippen die 45 ein, ist gemacht. Jetzt rufen wir durch gelb diese Funktion auf, so. Jetzt steht da das C und jetzt brauchen wir nur noch die 6 einzutippen, so. Enter. Und schon erscheint die richtige Antwort. Jetzt kommen wir auf unser Einleitungsbeispiel zurück von eben. Auf einer Party
stößt jeder mit jedem an und die Gläser klingen 435 Mal. Frage, wie viele Gäste sind anwesend? Nennen wir die Anzahl Gäste N, denn es ist ja eine natürliche Zahl. Und wenn zwei Gäste anstoßen, dann hat man aus den N-Gästen ein Untergrüppchen von zwei Gästen gebildet, in dem die Reihenfolge unwichtig ist. Denn A stößt mit B an und B stößt mit A an. A, B und B, A, das ist dieselbe Möglichkeit. Also ist die Reihenfolge unwichtig. Das heißt, hier handelt es sich um eine Kombination der N-Gäste 2 zu 2 genommen. Und die Anzahl Kombinationen der N-Gäste 2 zu 2 genommen entspricht der Anzahl Klinks. Diese Aufgabe führt also zu dieser Gleichung mit unbekannter N. Diese Anzahl Kombinationen von N-Elementen 2 zu 2 genommen wird durch diese Formel berechnet durch Fakultät von N geteilt durch Fakultät von 2 und nochmal geteilt durch Fakultät von n minus 2. Die Fakultät von n, das ist dasselbe wie n mal n minus 1 mal n minus 2 mal n minus 3 bis mal 3 mal 2 mal 1. Man kann aber auch sagen, die Fakultät von n, das ist n mal n minus 1 mal die Fakultät von n minus 2. Und diese Fakultät von n minus 2 kann man dann mit der Fakultät von n minus 2 von unten kürzen. Und so bleibt dann noch als Bruch n mal n minus 1 geteilt durch Fakultät von 2, das heißt 2. So bleibt dieser Bruch übrig. Die 2 setzen wir darüber, dann macht das rechts 870. Das n wird hier verteilt, wir setzen alles auf die linke Seite und erhalten so diese Gleichung zweiten Grades. Die Lösungen dieser Gleichung sind minus 29 und 30. Diese Zahl minus 29 ist zwar Lösung dieser Gleichung zweiten Grades, ist aber irrelevant für unsere Aufgabe. Es sind 30 Personen anwesend. Die Aufgabe ist gelöst. Als Test kann man ja nachrechnen, ob die Anzahl Kombinationen von 30 Elementen 2 zu 2 genommen durch diese Formel effektiv 435 ergibt. Das stimmt.